Hier haben wir diese lineare Differentialgleichung in zwei Dimensionen gegeben und wollen mithilfe des Iterationsverfahrens von Picard-Hindelöf eine Lösung konstruieren. Und ich würde erstmal vorschlagen, dass wir y zusammenfassend schreiben als y1, y2, also einen Vektor. Und wenn wir das machen, dann haben wir ja y' gleich, gleich minus y2, y1. Und das können wir auch schreiben als die Matrix 0, minus 1, 1, 0 mal eben den Vektor y1, y2, also als a mal y, wenn wir a definieren als diese Matrix 0, minus 1, 1, 0. Und jetzt können wir erstmal sehen, ja, diese rechte Seite hier, wenn wir die mal f von y nennen, dann ist f linear und stetig. Und damit insbesondere Lipschitz stetig. Und deswegen gilt natürlich für diese Differentialgleichung der Eindeutigkeits-, der Existenz- und Eindeutigkeitssatz von Picard-Lindelöf. Jetzt wollen wir eine Lösung finden mit y an der Stelle 0 gleich 1, 0. Und das nennen wir mal y0, diesen Vektor. Jetzt müssen wir nochmal erinnern, wie war das denn mit diesem Iterationsverfahren von Picard-Lindelöf. Das rührte ja daher, dass man die Differentialgleichung erstmal integriert. Also unsere Differentialgleichung ist y' ist gleich a mal y, und wenn man das jetzt integriert von 0 bis t, dann kann man das auf beiden Seiten machen, und auf der linken Seite kommt dann ja nichts anderes bei rum als y an der Stelle t oder zur Zeit t minus y zur Zeit 0. Ganz einfach der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Sprich, man kann schreiben, y von t ist gleich y von 0 plus Integral 0t a mal y von sds. Und im Iterationsverfahren war das jetzt so, dass man y0 sich vorgibt. Das haben wir ja schon gemacht. Also das Iterationsverfahren geht so, dass y0 gegeben ist und yk jetzt definiert wird als die Funktion y0, eben y von 0, plus Integral 0t a, und jetzt nicht yk oder y, sondern das y eben von dem Schritt davor, yk-1 von sds. Und in diesem Fall jetzt können wir natürlich das a auch nach vorne ziehen. Und das mache ich mal hier direkt. Das a können wir aus dem Integral rausziehen. Ja, und wenn wir das machen, dann können wir nacheinander gucken, was ist y1, y2 und so weiter. y1 von t ist dann eben y0 plus ja, a mal das Integral von y0, y0 ist aber eben die Konstante y0, deswegen kommt einfach da t mal y0 raus. Und dann bekommen wir y2 von t, das ist wieder y0 plus a mal das Integral von y1. Ja, da bekommen wir halt wieder a t y0 für a mal das Integral von y0. Und wenn wir jetzt a mal das Integral von a t y0 nehmen, dann bekommen wir da nochmal ein plus 1/2 a Quadrat t Quadrat y0. Ja, und so geht das dann immer munter weiter, und yn, das könnte man jetzt per Induktion beweisen, ist dann eben die Summe von k gleich 0 bis n a t hoch k durch k Fakultät mal y0. Und wenn hier n gegen unendlich läuft, dann konvergiert das gegen die Reihe k gleich 0 bis unendlich at hoch k, k Fakultät durch k Fakultät mal y0. Ja, und das, was hier steht, das kommt uns natürlich bekannt vor, weil wir das aus der Definition der Exponentialfunktion kennen. Das ist gerade die Reihe, die die Exponentialfunktion definiert, nur dass wir jetzt keine Skalare hier im Zähler haben, sondern eine Matrix. Aber das ändert gar nichts, weil man kann tatsächlich so die Exponentialfunktion auch für Matrizen definieren. Ja, also wir können das schreiben als Exponentialfunktion von AT, wenn wir zuvor definieren, dass die Exponentialfunktion einer Matrix B, einer quadratischen Matrix B, definiert ist als die Reihe k gleich 0 bis unendlich b hoch k durch k Fakultät. Ja, und auf diese Weise
können wir hier also unsere Lösung y mit den gewünschten Anfangsbedingungen durch das Iterationsverfahren konstruieren. Ja, jetzt sollten wir aber nicht vergessen, dass wir für unser konkretes a und unser konkretes y0 dieses y mal ausrechnen wollen, das y von t. Und da schauen wir uns nochmal einmal kurz an. Unser a, das war ja 0 minus 1, 1, 0. Und wenn man das quadriert, dann kommt einfach die negative Einheitsmatrix raus. Und das bedeutet insbesondere, dass wenn wir a hoch 2k nehmen, dass das dann minus 1 hoch k mal die Einheitsmatrix ist. Ja, und unser Vektor, der war ja der Vektor 1, 0. Und wenn wir a darauf anwenden, dann kommt einfach der Vektor 0, 1 raus. Und mit dieser Information können wir jetzt ganz einfach y berechnen. Also y von t, wir schreiben es nochmal hin, ist die Summe k gleich 0 bis unendlich. A mal t hoch k durch k Fakultät mal der Vektor 1, 0. Und das splitten wir jetzt so auf, dass wir 2 weiter von k gleich 0 bis unendlich summieren, dann aber eigentlich k gleich 2k einsetzen, also nur über die geraden k summieren sozusagen. Dann haben wir at 2 hoch 2k durch 2k Fakultät mal 1, 0. Ja, und dann haben wir die ganzen Ungeraden vergessen und machen das noch hinterher, indem wir statt k jetzt 2k plus 1 einsetzen. Und wenn wir das so tun, dann können wir das, was wir gerade festgehalten haben, ausnutzen. Unsere Formeln für a hoch 2k und so weiter. Und erhalten dann, dass wir hier natürlich t hoch 2k haben durch 2k Fakultät. Aber dann das a hoch 2k, das ergibt dann einfach ein minus 1 hoch k. Und das ziehen wir hier in den Vektor rein. Und für den zweiten Teil, ja, da schreiben wir erstmal das t hoch 2k plus 1 und den Nenner 2k plus 1 Fakultät ab. Wir erhalten dann aber auch ein minus 1 hoch k von a hoch 2k, aber dann eben noch a mal 1, 0, also den Vektor 0, 1, mit eben diesem entsprechenden Vorfaktor minus 1 hoch k. Und das kommt uns jetzt bekannt vor, denn was wir hier im ersten Fall stehen haben, ist einfach, ja, wenn wir nur den ersten Eintrag angucken, die Reihe für Cosinus von t. Und im zweiten Eintrag, eben aus dem zweiten Summanden, da erhalten wir die Reihe für Sinus von t. Das heißt, y von t ist tatsächlich einfach der Vektor Cosinus t Sinus t.